Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ein weiteres Let's Play Civilization 5 beginnt. Wir sind hier groß am Erobern der Chinesen. Die haben uns das zweite Mal angegriffen, aber wir haben jetzt Rache geübt, schlagen zurück. Haben hier schon zwei chinesische Städte eingenommen. Heilen hier ein paar angeschlagene Einheiten und greifen hier gerade die nächste Stadt an. Und wir wollen noch weiter expandieren und mal schauen, wie weit wir kommen. Ohne großen Einheitsverlust. Neue Runde, neues Glück. München kann was Neues produzieren. Wird dann 6 Runden wachsen. Tempel für Zufriedenheit. Wir sehen, wir brauchen hier Zufriedenheit. So, mit dem fahren wir schon mal weiter. Naja, die können zwar angreifen, aber viel bringen tut sie eigentlich gar nicht mehr. Sind eh schon so gut wie runter, da muss man nur noch reinmarschieren. So, auch für die nächste Runde. Haben wir noch irgendwelche Bodeneinheiten? Eine haben wir hier gelassen. Hier haben wir keine in unseren Hauptstädten. Gehen wir in die nächste Runde, weiter geht's. Wir sind jetzt gleich schon im Jahr 1320. So, ja, müssen wir gleich sein. So, was ist das? Ist doch auch noch irgendwie so ein schickes Wunder, was wir hier mit dieser Stadt kriegen würden. Das bringt auch ein bisschen Zufriedenheit und vielleicht auch Glücksgefühle, wir werden es sehen. Und auf jeden Fall müssten wir jetzt eigentlich... Ja, die werden dezimiert. Die jetzt natürlich auch, da kommen neue gegnerische Einheiten. Okay. Wir haben Stahl erforscht. Die muss sofort heilen. Fangen wir mal hier an. So. Mit denen können wir hier angreifen. Das gleiche machen wir mit unserem Katapult, das gar nicht so weit schießen kann. Das ist ja Mist, dann hätten wir mit denen erst dahin laufen müssen. Oh Mann, jetzt sind wir natürlich voll im Weg hier. Aber wir können hier angreifen, das ist genauso gut. Und auch mit denen schwächen wir noch diesen Trupp hier, der scheint mir derzeit am gefährlichsten. Die Stadt müssten wir jetzt einnehmen können. Wir werden es gleich sehen, und zwar mit den Rittern hier. Angreifen. So, die dritte Stadt ist unser. Wir übernehmen auch diese Stadt. Haben wieder bedeutend Minus dazu, Zufriedenheit dazu gekriegt, aber das werden wir noch wieder einfangen. Ist klar, dass die jetzt ein bisschen unzufrieden sind. Wir können schon Schießpulver erforschen. Druckerpresse, Zufriedenheit, das ist wichtig. Wir werden jetzt mal ein bisschen bei den gucken, ob wir noch irgendwas haben, was uns Zufriedenheit bringt. Wenn nicht, wollen wir hier nochmal so ein Erkundungsboot haben für diese Seite. Wir wollen jetzt endlich mal hier mehr von der Gegend sehen. Kann man sehen, wo die chinesische Hauptstadt ist. Sache. Doch ein erbitterter Kampf. Aber wir haben es geschafft. So, hier drüben scheint noch was zu sein. Möglichst weit laufen. Also ist schon mal gut.
die sind auch fertig geheilt. Wollen also auch irgendwo hier hin. So, weiter geht's. Die haben schon mal viele Generäle. Schon mal gut. Und weiter geht's. Ach so, da sind wir in Reichweite der Stadt. Da werden wir auch wahrscheinlich von irgendeiner Stadt oder so angegriffen. Ich weiß es nicht genau, hat aber nicht so viel gekostet. Wir sind ganz gut verschanzt. Essen ist gewachsen, das war auch schon mal etwas. Berlin. Wunder haben wir derzeit nicht, was wir machen konnten. Oh, ein Leuchtturm. Dauert ja auch nicht lange. Die müssen sich ein bisschen regenerieren. Dem wollen wir dann. Das ging ja nicht. Und das mit dem hier hin. Kann dann hier nochmal angreifen. Das ist auch schon ein ganz guter, bedeutender Schlag. Wir fahren hier einmal rüber. Dem kann man wieder nicht. Laufen wir mal einen weiter. Hier müssen wir auch mal was sehen. Da ist die Hauptstadt Peking, eine 15er Stadt. Alle Achtung, Seide, mach mal Seide. Das ist natürlich gefährlich, da sind wir hier schon in der Nähe der Hauptstadt. Aber auch die können wir ja mal versuchen einzunehmen, oder? Genug Einheiten haben wir hier eigentlich. Versuch den mal in Sicherheit zu bringen, vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. So. Da muss man nachrücken irgendwie. Fährt der denn jetzt längs? Sollte eigentlich hier hinfahren. Wir haben viel Gold. Okay, die Stadt ist irgendwie noch ein bisschen in beleidigt sein. Die nicht mehr. Noch ein Armbrustschütze. 460 oder noch eine Bodeneinheit. Vielleicht noch ein Ritter. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Aber wir sind jetzt hier an zwei Fronten, wir haben zwei Städte hier. Macht uns das natürlich jetzt gerade nicht so einfach alles. Aber wir werden mal gucken. Also mit dem greifen wir natürlich hier direkt gegenüber an. Oh, zwei, das war sehr gut. Der fährt noch ein näher. Der muss mal wieder sofort Heilung machen. Der fährt auch noch ein näher. Ich würde natürlich echt gerne irgendwie diesen General erstmal wegkriegen. So, hier ist der Ritter fertig. Das ging noch schnell. Der läuft hier rüber. Der schießt einfach schon mal das erste Mal auf Peking. So, spätestens jetzt sollten die Chinesen Angst kriegen. Wir stehen vor der Hauptstadt. Das bereits hier jetzt in Folge 15, glaube ich, ungefähr.
Köln will was Neues produzieren. Ein bisschen was für ein Wachstum. Das ist unser Armbrustschütze, der auch hier noch mit hin muss. Das ist der neue Ritter, den wir irgendwie hier hin haben müssen. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir schon einiges an Land dazu gewonnen. Minus 5 Zufriedenheit, das sieht natürlich nicht so schön aus. Noch 2 Runden goldenes Zeitalter. Er versucht weiter zu flüchten. Und ab in die nächste Runde. So, verarbeitet Runden für das so Gold, Rundenkursgüter, offene Grenzen. Und alles nö. Wollten das alle anderen Städte geben, nur ihre Hauptstadt wollten sie behalten. Aber jetzt sind wir schon hier mit unseren Einheiten, jetzt wollen wir das auch zu Ende fechten. Mal sehen, wie weit wir kommen. So, derzeit sind heile Truppen immer sehr wichtig. Kann man nicht anders sagen. Und endlich sind wir mit dem in der Reichweite. Das heißt, dann dauert dann 2 Runden ungefähr. Und dann sollten wir die Stadt so weit haben, dass wir sie einnehmen können. Mal schauen. Hier haben wir jetzt auch 2, in der nächsten Runde 3 Einheiten, die Peking schon mal unter Beschuss nehmen können. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich gleichzeitig hier an 2 Fronten Kämpfe. Aber noch sieht das ganz gut aus eigentlich. So. Wir müssen hier mal ein bisschen rumgucken. Frankfurt kann ja auch gleich was Neues produzieren, ein bisschen was für die Forschung tun. Das ist wichtig, wenn wir da nicht den Anschluss verlieren sollten. Bisher waren wir ganz gut, haben viele Wunder schon mal für uns ergattert. Ritterlichkeit ist oben angekommen. Der verschanzt sich dann erstmal in München. Können wir wieder heilen, dann verlieren wir keine Einheit. Ja. Die greifen zurück an. Machen das noch alles im grünen Bereich. Einheiten ziehen sie ab, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Ganz gut, aber für China könnte das ja, schmerzlich enden. Ne? Greift doch an. Was macht er denn? Das habe ich mich verdrückt. Das gesehen? Ich hoffe nicht. Unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Wir können aber eine neue Sozialpolitik einführen. Goldproduktion, kostenlose Kulturgebäude. Auch wir nehmen gleich wieder das nächste goldene Zeitalter. Das erste ist gerade beendet, jetzt nehmen wir gleich das nächste. Das bringt uns natürlich Schub, was hier Goldproduktion angeht. So. Können auch irgendwo was in Hamburg ist schon wieder gut davor.
Dann wir hier mal erstmal Universität. Ja. Bisschen was fürs für die Bildung tun. Erstmal die hier möglichst viel schwächen. Das haben schon mal ganz gut geklappt. Jo. Runde, ab in die nächste Runde. Dann soll sich erstmal heilen. So, hier sind wir ja wieder ganz gut vorangekommen, würde ich sagen. Eine Stadt haben wir wieder eingenommen. Wir stehen vor den Toren Pekings, die chinesische Hauptstadt, die wir versuchen jetzt zu erobern. Und gleichzeitig noch Xi'an, wo wir schon ganz gut vorangekommen sind. Und ob wir diese beiden Städte in der nächsten Folge einnehmen werden, sehen wir dann gleich. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.